So, ein spontanes Video. Ich gucke gerade hier auf dem Handy, es hat es mit der Kamera verbunden, ob alles im Bild ist und zumindest ein bisschen scharf ist. Also ich kann auch nicht so gut in die Kamera gucken, wegen Autismus. Also es ist das gleiche wie mit in die Augen gucken, das geht schlecht. Zwischendurch werde ich es mal so versuchen, aber ich sehe gerade auch, dass hier so Schatten ist vom Oberlicht. Ist jetzt also nichts Optimales. Genau, ich lege das Handy mal beiseite. Das Video geht, wie der Titel wahrscheinlich auch sagen wird, ein Unboxing von den Supplementen. Ich habe bei MyProtein bestellt. Das ist eine große Bestellung, relativ 200 Euro. Und ist kein wirkliches Unboxing mehr, weil die Umverpackung, das Paket, das war hier, wird hier im Hardware-Shop abgegeben. Da ist die Garage immer offen, die Pakete immer zugänglich. Aber hier wird nichts geklaut und so weiter, wo wir hier leben. Und aber wegen der Feuchtigkeit, der hohen Luftfeuchtigkeit, ist das Paket schon komplett weich gewesen, oben schon auf. Ein Lader hat noch geklappt, beim Ausladen alles rausgeplatscht. Deswegen habe ich das jetzt in drei Tüten. Und ich fange einfach random an, Sachen rauszuziehen hier. Und werde dann vielleicht auch noch ein paar andere Sachen vorstellen, die ich im Schrank habe, die ich vor ein paar Tagen gekriegt habe. Also, das ist das Erste. Jetzt muss ich mal auf dem Handy gucken. Genau, dass man es auch sehen kann. Das ist so eine Probierbox, denke ich mal. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ja Veganer seit 13 Jahren. Also vegane Produkte. Genau, das ist eine Probierbox und das können wir dann jetzt live probieren. Weil ich habe jetzt nach dem Bankdrucktraining auch noch nichts gegessen. Das ist geil mit dem Handy, dass ich das jetzt immer sehen kann, dann weiß ich genau. So, ich muss weiter weggehen, weil ich habe keinen Autofokus an der Kamera. Aber mit dem Handy ist geil, da kann ich immer sehen, ob was im Bilde ist. Baked Cookie Salted Caramel. Also ich stehe total auf Salted Caramel. Sofort auf den Scheiß. Kriege ich auch noch Salted Caramel. Aber von den Dingern erwarte ich nichts. Fehlt an Protein. Ey, bleib mal hier, du Schachtel. Ich finde es ganz lecker. Ist nichts Hochwertiges oder so, aber kann man, boah, ich will es noch nicht so weiter essen. Das kann man auf jeden Fall machen. Das nächste ist nochmal so ein Cookie. Ja, wieder. Und zwar Choc Crisp. Nee, Choc Chip. Rein in die Geschichte. Oder auch nicht. Schmeckt genauso nur ohne das Karamellgeschmack. Weil das rote Karamell waren ja auch Chocolate Chips drin. Das rote Karamell ein bisschen besser. So. Ich muss jetzt immer aufs Handy zwischendurch gucken. Und die hat auch nicht so eine Akkulaufzeit, die Kamera. Wird mir hier aber nicht angezeigt, sehe ich gerade. MyVegan Carb Crusher. Kann man wahrscheinlich trotzdem nicht sehen, weil kein Autofokus. Carb Crusher Plant-Based Great Taste. Sorte Choc Peanut. Rein. Ja, sieht schon sehr dunkelschokoladig aus. Riecht auch so. Geil. Das ist sehr cremig. Hätte ich es nicht erwartet, ich dachte, das wäre so ein trockener Scheiß. Muss ich später alles aufessen, was hier ist. Aber ich habe heute eh noch nicht viel oder überhaupt was gegessen. Coated Crispy Wafer Chocolate. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut, weil ich mag so Wafers, also mit Waffel. Wie erwartet. Ja, Peanut ein bisschen. Obwohl kein Peanut drin sein soll. Will ich mir trotzdem nicht nochmal kaufen, den Carb Crusher. Aber die Protein-Cookies, die fand ich ganz gut. Choc Chew
Karamell-Flavor. Mmh. Das riecht ein bisschen wie Marzipan. Eigentlich wollte ich über Supplemente drehen, aber ich mache halt gleichzeitig erst ein Unboxing, was ich mir geholt habe. Ganz interessant, würde ich mir aber nicht nochmal holen. Peanut Square, also ein, ich weiß nicht, wie man das nennt auf Deutsch, so ein Brownie oder ich weiß auch nicht. Nur. Das kriege ich nicht alles gegessen. Bah, nee, der war scheiße. Boah, wie rohe Peanuts, also wie rohe Erdnüsse. Double Duff Brownie. Ich weiß, das ist jetzt alles so ein bisschen fastfood-mäßig. Ist halt alles so Proteinzeug, aber will ich halt nur ab und zu mal als Treat essen. Wenn jetzt quasi auch mal einfach in alles rein. Eine Sache hatte ich mir auch, weil die hatte ich schon mal probiert. Genau, es ist sogar der. Habe ich mir dann im Großpack geholt, Double Duff Brownie, weil den finde ich richtig geil. Und jetzt mit der Black Week mit 25-30% Rabatt auf alles. Hat so eine Schachtel mit 12 Dingern 12 Euro kostet, glaube ich. Ja. Mhm. Ich liebe Brownies. Schmeckt ein bisschen wie diese Yes-Küchlein. Nur mit Protein. Ja, das finde ich schon ziemlich geil. Ich muss mal aufhören hier jetzt. Das ist die letzte Süßigkeit. Gooey Filled Cookie. Also Gooey von halt zähflüssig, gummiartig, nein, zähflüssig Chalk and Salted Caramel. Das habe ich gar nicht in die Kamera gehalten. Irgendwie. Mhm. Nö, schmeckt wie Waschmittel. Will ich trotzdem essen, aber nicht nochmal holen. Hm, das ist also auch da drin. Clear Protein Water, 20 Gramm. Ja, 20 Gramm Protein. Aber so ein Water, das ist mir halt, auch wenn es 20 Gramm Protein hat, das lohnt sich einfach nicht vom Preis. Das war jetzt einfach nur in der Probierbox drin, also probieren wir das halt einfach. Das riecht nach Pisse, Alter. Das soll Orange sein, Orange Mango. Aber mit ein bisschen Pissegeruch. Ja. Nö. Also, es ist trinkbar. Aber einerseits schmeckt es einfach nach Wasser. Plus chemische Sachen. Wollte ich eh nicht haben, das Ding. Und Chips, die kenne ich schon. Das ist jetzt Barbecue Protein Chips, die finde ich geil. Finde ich besser als normale Chips. Das habe ich immer bei normalen Chips gesucht, dass da so Protein drin ist. Ach komm. Das ist jetzt Sojaprotein, also 64% Sojaprotein. Also der ganze Chip besteht aus 64% Sojaprotein. Genau. Und hat. Hat auf 100 Gramm dann trotzdem nur 45% oder Gramm Protein, weil Sojaproteinpulver ja nicht 100% Protein ist. Entschuldigung, 12 Gramm Fett, 5 Gramm Zucker, ja, 12 Gramm Kohlenhydrate, also Tapioca-Stärke. Also wieder zu schwach, um hier so eine Packung zu öffnen, aber so geht's. Ich kenne die ja eh schon, aber ich verköstige die dennoch mal. Vor der Kamera. Na, geil. Richtig geil. Besser als normale Chips. So. Ich pack das alles wieder ein und esse das dann später oder morgen oder wie auch immer. Das ist die My Vegan Probierbox. Die ist, denke ich, auch immer gleich. Also immer das gleiche drin. Wisst ihr schon Bescheid, was drin ist. Falls noch irgendjemand interessiert. Ich glaube nicht, aber. Ja, das nächste. Whole
Fuel Blend. Genau, das ist momentan mein Lieblings, in Anführungszeichen, Supplement, ist ja gar kein Supplement, aber das hat halt Hafermehl in erster Linie, in zweiter Linie ein veganes Protein. Ich will jetzt nicht zu viel drüber reden und so weiter, es hat auf jeden Fall auch Elektrolyte, also Mineralstoffe drin. Es gibt auch 27 Vitamins and Minerals, nutritionally complete. Und nach dem Training, wenn ich mir das als Shake reinhaue, erstens schmeckt es richtig geil. Das ist jetzt noch das Salted Caramel. Ich habe bisher nur Proteinpulver Salted Caramel gehabt und Whole Fuel Blend hatte ich bisher in Chocolate. Finde ich richtig geil. Und ich regeneriere sofort und richtig gut. Ist aber eigentlich zu teuer. Das ist jetzt, glaube ich, 1 Kilo. Für 2,5 Kilo zahle ich knapp 20 Euro jetzt im Sale. Und weil 64% Hafermehl ist, nimmt man einfach lieber Haferflocken. Aber manchmal will ich schnell und einfach haben. Haferflocken sind natürlich schon einfach, aber also für mich ist das trotzdem ein Game-Changer. Aber ich kann es mir sofort in jederzeit reinhauen. Auch wenn ich halt auf meine Kalorien kommen muss, einfach in den Shake reinshaken. Und hab dann wieder Kalorien und Protein. Das ist also für mich noch geiler als Proteinpulver. Das hatten wir schon, die Brownies. Klamotten. Ja, da war jetzt einfach eine Jogginghose für 10 Euro im Angebot, habe ich zweimal geholt. Eine kurze Hose noch und Socken. Brauchen wir jetzt nicht angucken. Interessant, das hat schon gelitten. Pre-Workout Tropical Storm. 220 Milligramm Koffein. 12 Stück à 50 Gramm. Ist eigentlich Quatsch sowas, aber es war halt im Angebot und im Sale. Und ja, das ist dann halt wie so ein Booster. Pre-Workout steht auch drauf. Es macht mehr Sinn, einfach sich Pulver zu holen, es anzurühren und so weiter. Ja, das war halt jetzt wirklich nicht teuer. Ich glaube 10 Euro für 600 Gramm. Das ist sogar günstiger als ein... Ja, das Pulver macht man natürlich noch mit. Obwohl, ja doch, hier ist ja natürlich auch Wasser drin dann, genau. Also Citrullin, Beta-Alanin, Taurin, L-Carnitin, Arginin, Alpha-Ketoglutarat, dann B-Vitamine. Genau, also besser als Pulver, aber ich, ja, keine Ahnung. War nicht so teuer. Was ich richtig geil finde, das ist aber nicht jedermanns Sache, ist Clear Protein. Ja, ich gucke jetzt mal genauer noch aufs Handy, ob man das auch sehen kann. Ja, man kann es einigermaßen sehen. Pineapple Grapefruit. Also Clear Protein ist dann so wie eine Limonade, aber halt trotzdem besteht aus Proteinpulver. Und ich finde das richtig geil, besonders morgens irgendwie. Morgens habe ich noch keinen Bock, irgendwie so einen deftigen Shake, auch wenn er nach Vanille oder was weiß ich schmeckt. Aber also Proteinlimonade morgens, richtig geil, richtig Regeneration gibt das nochmal. Ich rieche schon durch die Packung, riecht gut, das Pineapple. Ich shake mir jetzt hier keinen an. Vielleicht in einem anderen Video, weil es sind einfach zu viele Sachen jetzt. Liquid L-Carnitin. Genau, L-Carnitin habe ich jetzt vergessen, was das genau macht. Auf jeden Fall als Veganer auch nicht schlecht, das zusätzlich zu supplementieren. Soll, glaube ich, für die Regeneration ganz gut sein. Ich habe da ganz viel recherchiert zu allen Sachen, aber dann halt wieder vergessen. Macht natürlich jetzt sehr viel Sinn, dann ein Video zuzumachen. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil. Und in Pillenform in dem Fall, damit ich nicht immer 10 Pulver für ein Supplement-Shake irgendwie zusammenrühren muss. Oh, ich glaube, ich habe 3 Pakete von diesem Double Duff Brownie geholt. Eins war, ich glaube, alle 3 zusammen waren sogar nur 27 Euro, weil ich halt richtig geil finde und dann richtig gut Protein reinkriege, weil es, boah, einfach immer nur irgendwie so 3-4 Shakes am Tag ist halt irgendwann auch scheiße und dann mal so 2-3 Brownies fressen ist halt auch ganz geil. Das sind so Probepäckchen. Vegan Protein Chocolate Coconut. Einfach nur als, weil Coconut ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Riecht aber gut. Deswegen erstmal als Probierpäckchen Protein. Pre-Workout als Probierpäckchen Cherry Cola. Pre-Workout muss ich ja jetzt nicht nochmal erklären. Kommen wir weiter.
Zero Calorie Raspberry Flavor. Das ist dann halt einfach so ein Sirup, was man sich über eine Haferflockenmahlzeit mit Bananen und hast nicht gesehen alles drum machen kann für Süße, ohne halt Zucker zuzuführen. Und das habe ich als Butterscotch schon gehabt und das war richtig geil. Auch in den Proteinshake rein finde ich das richtig geil. Je nachdem, was man gerade für einen Geschmack haben will. Genau, es ist wie so Flav Drops, aber als Sirup auch richtig geil, besonders für so Hafermahlzeiten oder Reispuddingmahlzeiten. Klamotten. Vegan BCAA. Also EAAs sind immer aus pflanzlichen Quellen, BCAAs meistens nicht. Genau, BCAAs, EAAs. EAAs habe ich vorhin nach dem Training genommen, hat mir den Arsch gerettet, weil ich sofort danach weg musste. Und dann sind wir noch mit den Hunden am Strand. Und seitdem habe ich auch nichts anderes zu mir genommen nach einem harten Bankdrücktraining. Ist eigentlich nicht gut. Deswegen hätte ich gerade Bock gehabt, so ein paar Kekse hier noch zu essen und sowas. Aber ich werde es schnell kurz abdrehen, weil ich danach noch arbeiten muss. Oder will. Ich kann mir das eh aussuchen, wie und wann ich arbeite. So ungefähr zumindest. Genau, EAAs nach dem Training, aber auch im Training. Da habe ich das Gefühl, dass das sehr schnell verdaut wird und sofort irgendwie in die Muskeln geht und die auch irgendwie so geschützt so ein bisschen. Und wenn ich das halt jetzt nicht gehabt hätte nach dem Training und auch nichts anderes konsumiert hätte, hätte ich richtig gelitten und die Muskeln hätten richtig abgekackt. Aber so ging das gerade richtig gut. Also für so einen stressigen, in Anführungszeichen, Lifestyle ist das halt auch mal ganz gut, wenn man dann schnell weg muss und einfach immerhin das rein. Genau, BCAAs für die Regeneration sehr gut, habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert. Will ich aber unbedingt machen, wie das sich auf die Regeneration auswirkt. Also brauche eh nichts von diesen ganzen Sachen, was ich hier kaufe oder von Supplementen. Es gibt vielleicht 5 oder maximal 7% an Zuwachs, aber für mich sind Supplemente das so das in erster Linie das Interessante, dass ich halt, dass es einfacher ist und ich dann dadurch zum richtigen Zeitpunkt immer das Richtige dem Körper geben kann. Genau. Ich muss aber auch mal normale Mahlzeiten vorkochen und abpacken. Wie Gerrit das zum Beispiel macht, das weiß ich, habe ich schon mal gesehen, mit den Nudeln da in verschiedene Tüten abgepackt. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen und würde im Prinzip halt auch reichen. Aber ich finde das ganz geil so irgendwie und ich will das auf jeden Fall erstmal ausprobieren, weil ich habe bisher noch nie Supplemente oder irgendwas genommen. Soy-Protein-Isolat, Caramel Biscuit Flavor. Ja, riecht sehr geil. Probepackung. Machen. Aha, das können wir probieren. BCAA Energy. Also als Pre-Workout. Genau, BCAAs sind auch gut für Pre-Workout, glaube ich. Und Intra-Workout vielleicht auch. Natural Caffein, okay. Zero Sugar, auch interessant. Also besser ist eh, sich so ein Pre-Workout-Pulver, wie gesagt, zu bestellen. Aber es hat jetzt auch nur 7 Euro gekostet für 6 Energy Drinks. Kann man ja mal probieren, weil ich auch was Zuckerfreies mal probieren will. Was schmeckt, weil die gängigen, die so zuckerfrei sind, die schmecken mir nicht. Und was war hier drin? Da sind auch Elektrolyte drin. Coffee Bean Extract, also nicht einfach nur Koffein, sondern deswegen Natural Koffein, die Werbung. Wie Coffee Bean Extract, Guarana und dann halt so ein paar ja, BCAAs und Mineralstoffe. Also auch vielleicht gut für Intra-Workout, aber auch für Pre. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Süßungsmittel drin ist. Ich will jetzt nicht zu lange hier rum. Acesulfam K und Sucralose. Ja, einfach mal probieren. Ja, komm. Geschmacksrichtung haben wir. Cola. Ich rede nur deswegen so schnell, weil halt, wie gesagt, Akku mit der Kamera ist ganz schlecht. Akkulaufzeit. Ja, riecht nach Cola. Oh, ja, sehr süß. Sehr wässrig auch. Gefällt mir aber, bestelle ich trotzdem nicht nochmal. Weil, wie gesagt, als Pulver ganz geil. Genau, Whole Fuel Blend hat schon mal gezeigt, in Sorte Karamell hatte ich vorhin gezeigt. Jetzt nochmal als Großpack, als Chocolate, als Vorrat wegen 30% Rabatt. Was ist das hier? Energy Gel.
Ja, es ist halt eigentlich auch so ein Intra-Workout-Zeug. Nur dass hier dann statt diesen anderen Gels sich gezeigt hatte. Das andere war Pre-Workout-Gel. Und das hier ist dann halt mit Maltodextrin. Kann man sich auch am besten selber anrühren. Braucht man absolut nicht. Egal. Ist auch mal eine Abwechslung vielleicht. Nochmal Clear Protein Strawberry. Ist halt übelst teuer, kann man nicht empfehlen eigentlich. Aber ist trotzdem nicht teurer als Whey-Protein. Es ist nur teurer als Sojaprotein und veganes Protein. Kommen wir gleich zu, wenn ich hier noch veganes Protein finde. Normal Packungsgröße. L-Glutamin. Genau, L-Glutamin hatte ich jetzt auch schon als Pulverform genommen. Extrem gut. Also meine Verdauung hat dadurch das erste Mal in meinem Leben funktioniert und ich habe Verdauungsgeräusche gehabt. Also das kann ich auch nicht Sportlern eigentlich empfehlen. Macht bestimmt noch so ein paar andere Sachen, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall das, also für die Verdauung, und das ist natürlich noch relevant für die Regeneration, ist das übelst gut. Und jetzt habe ich es dann auch nochmal in Tablettenform, damit ich nicht so viele Pulverchen zusammenmischen muss. Kann ich einfach L-Carnitin, L-Glutamin nehmen. So, jetzt haben wir die zweite von drei Tüten durch gleich. Ich habe noch Vegan Protein Blend Carrot Cake Flavor. Ja, nicht so meins, habe ich mir schon gedacht, aber als Probiertütchen. Noch ein Pre-Workout, alles Probierdingens. Flavor Drops, Toffee Flavor, ich liebe Toffee. Ja, riecht geil. Kommen wir zum letzten Tütchen. Boah, wieder ganz viele Proben. Ah ja, Pre-Workout, diesmal dann wirklich als Pulver. Und das ist halt wirklich sehr günstig. Ich habe es für 7,50 € gekriegt. Für eine 250 Gramm Packung. Normalerweise hat man für eine 300 Gramm Packung von einem hochwertigen Pre-Workout so 35 bis 40 €. Und das wie gesagt 7,50 €. Und da ist halt alles drin, was im Pre-Workout drin ist, nur vielleicht nicht so hoch in hochwertiger Form. Aber da ist halt drin für Durchblutung und Muskelpump, L-Citrullin, Beta-Alanin, L-Arginin, L-Tyrosin, Taurin, genau, Koffein, Guarana, Vitamin C und B-Vitamine. Ja, Flavor Cola, vielleicht muss ich alles noch probieren. Toffee Popcorn Flavor, Soy Protein Isolat. Oh ja, das riecht geil. Dann nochmal Pre-Workout, ein dritter als Test. Bevor ich mir halt dann die große Packung vielleicht hole, teste ich das. Vegan Protein White Chocolate Raspberry. Riecht gut, muss ich probieren. Okay, in der Bestellung hatte ich dann jetzt kein Protein drin. Hatte ich zwar auch bestellt, aber blöderweise in dem Fall nicht per Express. Deswegen hängt das noch und dauert schon noch eine Woche, bis das ankommt. Whole Fuel Blend, also nochmal in Vanilla. Dann hole ich einfach aus dem Schrank jetzt ein paar Sachen. So. Aha. Ja, erstmal das. Dann gehe ich gleich nochmal zum Schrank. Oh, ich habe den Bock, das jetzt alles wieder aus der Hand rauszunehmen. Deswegen halte ich das einfach in der Hand. Also erstmal ganz normal Vitamintabletten, was man so kennt. Habe ich immer angesehen, als würden das nur so alte Leute und Boomer machen. Aber hilft mir tatsächlich, ist halt Zink, Chrom, Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, also auch Elektrolyte, Vitamin C, D und B. Gibt es auch in anderen Vitamin- und Mineralkombinationen. Und das hilft mir direkt nach dem Training sehr. Teilweise im Training oder auch davor oder auch zwischendurch. Elektrolyte ist bei mir ein großes Thema, weil bei mir verkrampfen im Alltag ganz oft die Muskeln, wenn ich die halt sehr stark anspanne. Und das finde ich nicht normal. Und wenn ich das dann nehme, habe ich keine Probleme mehr mit Krämpfe. ZMA, also Zink, Magnesium, als Pillenform so das Wichtigste. Genau, wenn ich mal nur Zink, Magnesium speziell haben will.
ist sehr gut für, Zink ist ja für die Proteinsynthese wichtig und auch für den Testosteronhaushalt. Magnesium halt, um die Muskeln zu versorgen, beziehungsweise die Nerven. Omega-3 vegan, aus Algen, als Gelenkschmiere quasi, aber hat natürlich ganz viele Funktionen, werde ich nicht viel drüber reden. EAAs, habe ich ja gesagt, die sind immer aus pflanzlicher Quelle, hatte ich schon drüber geredet. Green Superfood Blend, das ist so mit mein Lieblingssupplement. Da ist halt sowas wie Grünkohlpulver und sowas drin und Algenpulver und für Regeneration. Ist glaube ich auch roh. Ist das einfach richtig krass, finde ich. Und auch die sekundären Pflanzenstoffe, die da drin sind, Chlorophyll zum Beispiel, also das hilft mir bei der Regeneration wirklich sehr. Auch bezüglich Gesundheit allgemein. Ist halt eher so ein Gesundheitsding. Genau, man kann einfach stattdessen Grünzeug fressen. Aber wenn es halt schnell gehen soll, einfach ein Drink, so ein kleines Scoop und es gut ist, das finde ich halt sehr zeitsparend und angenehm. Kann ich nur sehr empfehlen. Genau. Und Sojaproteinisolat, Vanille in diesem Fall. Das ist so mein Hauptprotein. Weil ja so Erbsenprotein oder Reisprotein und andere Proteine, die wirken bei mir nicht so gut. Da regeneriere ich auch gar nicht gut von. Bei mir hilft wirklich nur Sojaprotein und Gluten, also reines Weizenprotein. In Irland gibt es fast keine Produkte, Fertigprodukte, die auf Gluten basieren. In Deutschland ist das ja anders. Da ist fast alles auf Glutenbasis, was man an veganen Fleischprodukten oder Fleischersatzprodukten findet. Wirkt bei mir wahrscheinlich sogar noch besser als Sojaprotein, aber das ist schon sehr gut. Damit werden ja auch Tiere gemästet, also messe ich mich damit auch. Ja, dann hole ich noch mal ein, zwei Sachen. Was haben wir denn? Ah ja. Ja, das hole ich hier noch. Die paar Sachen noch, dann sind wir auch durch. Fast eigentlich. Vegan Protein Blends, das ist dann jetzt nicht auf Sojabasis, sondern auf Erbsenproteinbasis. Aber das ist in der Geschmacksrichtung Toffee Walnut und da stehe ich extrem drauf. Und deswegen haue ich mir das manchmal einfach als Zusatzshake so rein. Wenn man das dann wieder mixt, auch mit Sojaprotein, dann ist das auch wieder ganz okay. Zyklisches Dextrin oder Cluster Dextrin habe ich jetzt einmal ausprobiert. Das ist stark oder komplex verzweigtes Dextrin. Dextrin ist ja, nennt man das, nicht Fruchtzucker, halt diese schnell verfügbare Zucker, fällt mir gar nicht ein. Aber das ist jetzt verzweigt, das heißt, es ist trotzdem schnell verfügbar, aber nicht ganz so schnell und schmeckt auch nicht süß. Aber wenn man es eine Minute im Mund hat oder so, wird es dann süß und schmeckt auch nach Dextrose. Und für Intra-Workouts, für lange Workouts, um Energie zu kriegen, die schnell verdaulich sind, ist das ganz praktisch. Hat bei mir auf jeden Fall schon Gutes bewirkt. Braucht man aber vielleicht nicht unbedingt. Kommt drauf an. Maltodextrin wäre auch eine günstige Alternative. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, werde damit weiter schauen, wie sehr das es bringt. So wie mit allen Supplements hier jetzt. Glutamin hat schon in Kapselform gezeigt. Genau, ansonsten noch Erdinger alkoholfrei, isotonisches Getränk trinke ich sehr gerne nach dem Training, manchmal auch davor. Also das hilft mir auch wirklich sehr zu entspannen und zu regenerieren, muss ich sagen. Ja, ansonsten habe ich noch bei Amazon bestellt, kam noch nicht an, veganes Kollagen, wo dann so diese Kollagenproteine drin sind und noch irgendwas. Zusammen mit Glucosamin, das ist auch irgendwie für Gelenke, Knochen und so weiter. Dann zusammen mit Vitamin D, Vitamin K. Vitamin D nehme ich aber extra. Ich nehme das hochdosiert, weil nicht wegen Werbung oder so, weil ich traue diesen Angaben nicht. Ich habe eher das Gefühl, ja, ich kann jetzt nicht so sagen, es ist ein extra wieder auf jeden Fall B12 und den nehme ich halt wirklich sehr hoch dosiert und bei B12 merke ich sofort,
Regeneration durch die Decke.